Hallo liebe Jagd- und Naturfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wie ihr bereits gesehen habt, auf dem Titel des Videos geht es sich heute um ein neues Do-It-Yourself-Video von uns. In diesem Video geht es sich um einen Waldkauznistkasten, wie wir den gebaut haben und wie ihr den nachbauen könnt, das seht ihr genau jetzt. Viel Spaß dabei! Wie ich gerade schon erwähnt habe, geht es sich jetzt um einen Waldkauznistkasten, den ihr ganz einfach selbst bauen könnt. Wir sind jetzt Anfang März und das ist die perfekte Zeit, um Nistkästen zu reinigen oder selbst zu bauen oder aufzuhängen. Zuallererst haben wir natürlich damit angefangen, unser Material bereitzustellen. Da wir keine Stichsäge haben, haben wir jetzt in dem Fall eine Motorsäge und eine Kreissäge genommen und Schraubenzieher ist natürlich auch immer notwendig. Und jede Menge Schrauben. Also, wir schneiden aus einer relativ großen Platte, wir haben jetzt eine 12 mm dicke Platte genommen, schneiden wir unser Material heraus. Dafür brauchen wir den Deckel, zwei Seitenwände, eine Vorderwand mit einem relativ großen Loch drin, sodass die Eule auch reinkommen kann, und eine Rückwand. Jetzt kommt hier an der Rückwand wohl noch ein Brett dran, um es leichter am Baum zu befestigen. Dabei ist anzumerken, dass wir diesen Nistkasten nur an einem bereits gestorbenen Baum aufhängen werden, da wir sonst einen Baum unnötig schaden würden. Und dann natürlich noch hier vorne ein Brett, damit die Eule sich draufsetzen kann, und einen Boden, ganz wichtig. Wir schneiden uns also das Material zusammen, dafür haben wir uns eine Motorsäge genommen, um das schon mal grob zusammenzuschneiden, und dann eine Kreissäge, um dann die Feinheiten zu machen. Und wenn das erledigt ist, wird erstmal der Boden genommen und die Seitenteile, die verschrauben wir dann mit Winkeln. Und dann kommt auch schon direkt die Rückseite, dann haben wir schon mal etwas Stabiles mit ein paar kleinen Latten dran, sodass ich das gar nicht mehr verschieben kann. Wenn die Seiten dann schon mal aneinander sind, kommt die Vorderseite. Also die Vorderseite, wie eben schon erwähnt, da kommt ein relativ großes Loch rein. Dafür haben wir ein Loch von plus minus 15 cm Durchmesser genommen. Da wir, wie schon erwähnt, auch kleine Stichsägen zur Verfügung hatten, haben wir hier dann eine Bohrmaschine genommen und dann mit der Bohrmaschine ein paar Löcher vorgebohrt und dann mit einer Handsäge drumherum geschnitten. Dann natürlich noch, damit der Vogel sich nicht verletzt, mit einer Raspel alles schön sauber gemacht, sodass man auch hier mit der Hand einfach ganz lang wählen kann. Dann zum Dach. Da haben wir ganz einfach ein relativ großes Brett genommen, damit das Wasser auch gut ablaufen kann und möglichst nicht in den Eulenkasten hineinläuft. Falls das mal der Fall sein sollte, kann man unten im Boden immer noch ein, zwei Löcher reinbohren, denn ein natürlicher Nistkasten, also ein natürlicher Wohnort einer Eule, wird auch nie 100% wasserdicht sein. Deshalb haben wir jetzt hier ein relativ großes Dach genommen, um es schon mal so groß wie so viel wie es geht zu vermeiden, mit einem, zwei Scharnieren dran, um es dann jedes zweite oder dritte Jahr dann säubern zu können. Das geschieht dann auch Anfang März, weil dann die Eulen alle flügge sind und dann nicht mehr so an ihrem Nest abhängig sind. Dann haben wir eigentlich schon mal den großen Wohnraum dieser Eule, damit die Eule es jetzt noch praktischer hat, entweder zu landen oder von da aus schon Mäuse oder andere Kleintiere zu beobachten. Haben wir vorne noch ein Brett dran gemacht, da kann sie sich draufsetzen und entweder dann von oben reingehen oder dann von da aus rausfliegen. Dafür haben wir jetzt ein ungefähr 4 cm dickes Brett genommen, das ist also ganz unabhängig, wie ihr das machen wollt. Dann könnt ihr hier unten nehmen, um das Brett zu befestigen, das dann nochmal zu stabilisieren. Wenn das erledigt ist, kommt hinten am Nistkasten kommt noch ein Brett, um das, wie gesagt, an den Baum zu befestigen. Und was ganz wichtig ist zu erwähnen, alle Schraubenspitzen, also da, wo sie rausschauen sollten, müssen abgeflext sein, damit das Tier sich möglichst nicht verletzt. Den Nistkasten hängt man dann am besten relativ hoch. Man möchte auch nicht, dass irgendwelche andere Tiere drankommt und da das Nest plündern, und möglichst von anderen Nistkasten weit entfernt. Wir zum Beispiel haben Schleiereulen hier, und ein Waldkauz kann auch mal eine Schleiereule erbeuten, und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja, dass die Schleiereulen es sehr gut haben und jeder sein eigenes Revier hat, um keine Konkurrenz zu machen. Ja, das war es auch schon. Das war ganz simpel und einfach. Schnell ein Waldkauznistkasten gebaut.
Wenn ihr noch Fragen habt dazu, schreibt uns gerne einen Kommentar und hinterlasst uns wie immer ein Like. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Wenn ihr sonst noch Wünsche habt, was wir in Zukunft mal als Do-It-Yourself machen, dann könnt ihr das natürlich auch noch erwähnen. Bis dahin, euer Team von Hunting Warfare.